Hi, mein Name ist Sarah und ich bin total fasziniert von Vampiren. Seit ich mich erinnern kann, frage ich meine Mama jedes Halloween, ob ich mich als Vampir verkleiden darf. Ich wollte nie eine Hexe, eine Katze oder ein Zombie sein. Ich wollte immer nur ein Vampir sein. Ich habe die Twilight-Bücher gelesen, als ich 10 Jahre alt war und träumte davon, eines Tages wie Bella Swan zu sein. Ich bin auch total begeistert von der Serie Vampire Diaries und Buffy im Bann der Dämonen. Je älter ich werde, desto mehr wird mir klar, dass ich vielleicht das Zeug dazu habe, einer zu werden. Zum einen bin ich total blass. Ich meine wirklich leichenblass. Und ich habe leicht spitze Zähne. Und Leute, das ist jetzt wirklich total abgefahren, aber ich bin wirklich total allergisch gegen Knoblauch. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Meine Mitschüler ärgern mich immer und nennen mich Gothic-Mädchen, aber sie sind total dumm. Ich meine, ich bin kein Gothic, ich bin ein Vampir. Naja, ein Möchtegern-Vampir. Ich spreche mit Freunden im Internet, die auch Vampire sein wollen, aber alle leben in Deutschland und Rumänien. Ich wünschte, ich könnte eines Tages in Europa leben, denn dort scheinen die meisten Vampire zu sein. Ich recherchierte nach einer Gemeinschaft bei mir in der Nähe und eines Tages fand ich, wonach ich gesucht hatte. Anscheinend gab es sogar eine Gruppe gar nicht weit weg von hier. Aber jedes Mal, wenn ich mehr Informationen suchte, schien es, als steckte ich in einer Sackgasse. Sie schienen wirklich streng geheim zu sein. Ich habe gesucht und gesucht und schließlich habe ich ein Forum gefunden. Ein Typ gab mir die Informationen. Jackpot! In der nächsten Stadt gab es eine Gruppe von etwa 12 anderen Jugendlichen, die sich einmal pro Woche trafen. Ich konnte es gar nicht glauben und kontaktierte sie schließlich. Sie antworteten sofort und luden mich zum nächsten Treffen ein. Ich musste ihnen nur das Passwort geben, das mir der Typ im Forum gegeben hatte und ich war dabei. Ich war so aufgeregt vor unserem ersten Treffen. Es fand in dieser Hütte in einem Wald am Stadtrand statt. Als ich ankam, war es dunkel und ich hatte ein bisschen Angst, aber das durfte ich ja nicht zeigen. Nicht, dass sie dachten, ich sei nicht ernstzunehmend. Vampire haben schließlich keine Angst. Ich ging hinein und setzte mich neben diesen super dünnen Typen. Er war zufällig der Anführer und bat mich aufzustehen und mich auf meine Initiation vorzubereiten. Ich dachte, ich müsste mich vielleicht nur kurz vorstellen, aber da war noch mehr. Ich möchte nicht zu bildhaft darauf eingehen, aber die Sache beinhaltete Blut. Aber ich habe es geschafft. Und ich wurde aufgenommen. In der nächsten Woche merkte ich, dass ich mich nicht so sehr auf das nächste Treffen freute. Jedes Mal, wenn ich an die Menschen dort dachte, bekam ich Bauchschmerzen. Ein Vampir im wahren Leben zu sein, scheint wohl doch nicht so toll zu sein, wie ich aufgrund meiner Lieblingsbücher und Filme angenommen hatte. Trotzdem ging ich zum nächsten Treffen. Ich wollte ja nicht, dass sie mich für eine Memme hielten. Als ich ankam, lag draußen ein Sarg. Sie sagten mir, dass der Initiationsritus noch einen weiteren Schritt beinhaltete. Wenn ich wirklich ein Teil ihrer Gemeinschaft werden wollte, musste ich die Nacht im Sarg verbringen, halb unter der Erde begraben. Ich lachte. Das meinten sie doch nicht ernst, oder? Aber sie hatten keinen Scherz gemacht. Der Anführer hob mich hoch und legte mich in den Sarg, dann schlossen sie den Deckel. Ich konnte nicht atmen. Plötzlich wurde mir klar, dass dies nicht das Leben war, das ich wollte. Ich habe den Mythos der Vampirwelt geliebt, aber tatsächlich einer zu sein, war lange nicht so zauberhaft, wie ich gedacht hatte. Diese Leute waren böse. Und als ich dort lag, hörte ich, wie sie sich über mich lustig machten, wie ich darauf reingefallen bin und wer ihr nächstes Opfer sein würde. Ich fing an zu weinen und versuchte, den Deckel zu öffnen. Sie waren nicht einmal echte Vampire. Ich begann wirklich in Panik zu geraten und dann dachte ich, ich würde nun für immer hier drin bleiben müssen, als ich plötzlich die dröhnende Stimme meines Vaters hörte. Das nächste, was ich fühlte, war frische Luft und dann sah ich meine Eltern. Ich sprang in ihre Arme und brach in Tränen aus. Ich habe immer wieder gesagt, dass es mir so leid täte, mich auf etwas so Lächerliches eingelassen zu haben. Es war ihnen egal, sie umarmten mich einfach weiter. Sie sagten, sie seien mir hierher gefolgt, weil sie sich Sorgen um mich machten. Mein Vater hatte die Polizei bereits aus dem Auto aus angerufen. Bevor der Anführer und die anderen Mitglieder entkommen konnten, war auch schon die Polizei zur Stelle und verhaftete sie. Es stellte sich heraus, dass der Anführer und 3 der anderen Vampire tatsächlich eine Bande waren, die bereits seit Ewigkeiten im Visier der Polizei sind. Die Polizisten dankten mir, dass ich ihnen geholfen hatte, sie zu finden. Sie warnten mich aber auch davor, mich je wieder auf solche Gruppen einzulassen. Einige der anderen Mitglieder waren auch von der Bande verletzt worden und meldeten der Polizei nun die Vorfälle. Tja, aus dieser Sache habe ich nun wirklich gelernt, dass man wirklich aufpassen muss, nicht auf diese Art von Betrug hereinzufallen. Und ich glaube, dass ich auch gar kein Vampir mehr sein will.
Ich werde sie mir einfach weiter im Fernsehen ansehen. Was denkst du über die Geschichte? Teile uns gerne deine Meinung und Geschichte unten in den Kommentaren mit. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren.